Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich bin Michael Reimann und diesmal habe ich mir Alien Isolation vorgenommen. Ein Spiel in der guten Tradition der Alien-Filme. Und ich muss ja sagen, ich bin ein großer Alien-Fan, habe das schon original im Kino gesehen und auch auf Video gehabt. Und da sah der Vorspann dann auch so aus. Ach, 20th Century Fox. Richtig schön haben sie es von der Videokassette digitalisiert. Kinder, Videokassetten, das sind die Dinger, die eure Eltern im Regal stehen haben, wo es kein Abspielgerät mehr für gibt. Naja, also so sah das früher auf Video aus. Und ich finde ja Alien, also auch schon der Film von 1979, der einfach auch nur Alien hieß, der hatte eine derartig realistische Atmosphäre, dass ganz klar natürlich, es war ein Science-Fiction-Setting, es spielte auf so einem Raumschiff, das um einen fremden Planeten kreiste, beziehungsweise wo sie notgelandet sind und so weiter und so weiter. Die Handlung brauche ich ja gar nicht erzählen, aber das war so realistisch gemacht. Also diese ganze Technik, das sah so aus, als könnte das auch wirklich so sein. Nicht so geleckt und so hyperreal, sondern einfach auch schmutzig, dreckig, kaputt zum Teil. Also das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Naja, und ich hoffe, dass das Spiel auch so ein bisschen diesen Stil wiedergibt. Es soll ja angeblich so sein. Und ja, also wir spielen das jetzt mal durch. Ich hoffe zumindest, dass mir das gelingt. Also jetzt bin ich ja noch am Anfang und ich nehme es immer erst auf, also das Spiel, und kommentiere es danach, weil ich euch nicht mit erstmal stundenlang Fails nerven möchte, sondern ihr sollt es schon auch so ein bisschen genießen können. Ist ein bisschen, nehmt es hin wie so ein Spielfilm sozusagen. Und jetzt kommen noch ein paar Einstellungen. Head-Tracking, ehrlich gesagt, habe ich das überhaupt noch nicht probiert. Deswegen, naja, und Geräuscherfassung habe ich mal gleich ausgemacht. Also will jetzt auch nicht völlig überwacht werden von der Kinect. Aber es ist interessant, dass die Software inzwischen also sich jetzt da auch drum kümmert. Ja, ihr habt mich ertappt. Ich spiele das mal wieder im Schwierigkeitsgrad leicht. Aber es geht ja auch darum, Spaß zu haben und nicht irgendwie, ich suche ja nicht so die Mega-Herausforderung. Ich habe ja für euch schon Watch Dogs durchgespielt, könnt ihr in meinem Channel sehen. Und auch Wolfenstein, The New Order, beides komplett durchgespielt im Channel anzugucken. So, jetzt nochmal eben Gamma-Korrektur eingestellt und dann geht's auch schon los mit Alien Isolation. Also ganz im Stil des Films, wie man sieht, auch hier diese Zwischensequenzen. Das sind jetzt keine Szenen aus dem Film, die haben sie nachträglich wohl gebaut, aber es könnten Szenen aus dem Film sein, aus dem ersten Film, also auch allein durch die schlechte Qualität und so weiter. Ihr seht da oben die Kassette, das heißt, da wird gespeichert. Man muss dazu sagen, das Speichersystem ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Es gibt so Systeme, also so Automaten, die sehen aus wie Telefonzellen im System oder innerhalb der Level, und da kann man dann speichern. Interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Bonusfrage, wie heißt Ripley mit Vornamen? Na, weiß es jemand? Weiß es jemand? Na gut, könnt ihr ja nochmal überlegen und googeln und dann unten in die Kommentare schreiben. Wir spielen jetzt mal, also das Speichersystem. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt
handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Also Ellen Ripley, jetzt wisst ihr auch den Vornamen, hat offensichtlich eine Tochter. Ja, das ist ja mal interessant. Ich glaube, der Typ war synthetisch. Das ist schon mal so vorweg, aber das weiß ich nicht. Das spekuliere ich jetzt einfach mal. Also, das Spiel gibt bisher, finde ich, die Atmosphäre gut wieder. Zumal ich ja auch noch gar nicht gespielt habe. Aber das ändert sich ja jetzt. Geht ja jetzt los. Auch die ganze Optik und so, das sieht schon so aus. Ja, also das sieht schon aus. Erstmal umgucken. Das sind jetzt die üblichen ersten, sozusagen, ja, wie soll man das sagen, Eingewöhnungsmomente. Und es gibt immer aktuelle Ziele, sieht man ja auch da. Ne? Die wird kurz angezeigt. Wir sind jetzt auf der Torrance. Hat also nichts mit BitTorrent zu tun, Moment mal. Ne? Die sollen wir jetzt erkunden. Den Raum kennt man auch von der Nostromo, ne? Dieser, oder nee, gar nicht, war das die Nostromo? Ja, das war die Nostromo, wo die wach geworden sind, dieser Hyperschlafraum oder wie man das auch immer nennen kann. Personal Storage heißt so viel wie eigener Spind. Da sind also wohl offensichtlich Sachen drin, die sind aber alle verschlossen, beziehungsweise jetzt noch nicht so für mich geeignet. Ich soll dieses Schiff erkunden. Ich bin ja noch halb nackt, habt ihr eben gesehen. Ich meine nicht, dass es mich stört, aber vielleicht sollte ich doch im Schiff angezogen rumlaufen. Und zu Anfang bin ich bei solchen Spielen ja mal etwas verwirrt, bis ich mich dann so zurechtgefunden habe. Da seht ihr das erstmal so ein Registrierungspunkt, nennt sich das, so ein Emergency-Telefon. Da kann man speichern. An diesem Punkt, die hängen versteckt in den Leveln, oder nicht versteckt, verteilt in den Leveln. Das ist ein Klo, so sehen die also aus. Und man kann dann da das Spiel an der Stelle dann speichern. Vorteil ist, es ist nicht so kryptisch. Man weiß, okay, jetzt ist das gespeichert, so wie ich es habe. Und kann dann an der Stelle weitermachen. Ich bin jetzt mal auf der Suche nach Klamotten, aber das ist okay. Am Anfang muss man einfach mal sich ein bisschen umgucken und auch mehrfach in Räume rein und rausrennen. Es ist eben einfach so. Ich finde auch hier der Level, also wie gesagt, die Level-Designer machen ja immer gute Arbeit. Da ist doch, guck mal, das ist mein Schrank. Dann ziehen wir uns doch mal eben Klamotten an. So. Kein Unterschied. Ziel abgeschlossen, ziehen Sie sich an, okay? Ja, da kann ich irgendwas benutzen, das habe ich nicht ganz verstanden, aber offensichtlich kann ich auf dem Bildschirm sehen, wer auf dem Schiff ist. Vielleicht mache ich es nochmal an. Also das habe ich jetzt noch richtig... offensichtlich 5 Personen. Ich bin da unten. 003WY oder so ähnlich. Jedenfalls, das sieht so aus wie aus der Zeit. Ich glaube, das Spiel, ich habe jetzt nichts, mache ich ja oft, dass ich bei diesen Spielen da so ganz naiv rangehe, kaum was drüber lese vorher oder mich schlau lese, was da jetzt sich die Leute bei gedacht haben. Ich glaube, zeitlich muss es ja zwischen dem ersten und dem zweiten Film spielen. Ne? Ripley ist noch verschwunden. Also die Ellen Ripley, ihre Mutter, jetzt speichere ich übrigens gerade das erste Mal, während, in dem zweiten Film wird sie ja am Anfang gefunden und geht dann sofort wieder zu dem Planeten. LV574 war es, glaube ich.
LV574, ja. Also muss es dazwischen spielen, zwischen diesen beiden Filmen oder am Ende des ersten Films. Guck mal, sogar noch einen Erfolg freigeschaltet bekommen. Hier gibt es immer nur 10 Punkte, aber immerhin, es gibt Punkte. Also, ich habe übrigens die Special Edition von Alien Isolation gekauft für die Xbox, und schwer zu erkennen. Und da gibt es ein kleines Heftchen dazu, mit Farbbildern und der Dokumentation, wie diese Level entstanden sind, überhaupt die gesamte Kunst und Technologie und alles, auch das Alien selber natürlich. Übrigens nochmal an dieser Stelle Respekt an HR Giger, er ist ja kürzlich erst verstorben, Erfinder des Aliens oder ja, Erfinder, Designer, wie man es auch immer nennen möchte, jetzt dusche ich. Mit Klamotten, was soll's. Meine Güte, ein bisschen nass. Also nochmal Respekt an HR Giger und Ehrbekundung, dieses wirklich grandiose Wesen erschaffen zu haben und überhaupt auch vieles von dem Design der Alien-Filme ist ja von ihm. Ja, das muss toll gewesen sein, mit ihm zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen diese Filme zu drehen. Aber gut, das Spiel gibt das ja so ein bisschen wieder. Allein diese Muster an den Wänden. Die machen das schon ganz gut. So, hier, diese Terminals stehen auch an manchen Stellen mal so rum. Da gibt es gelegentlich, habe ich festgestellt, und das werdet ihr auch noch feststellen, dann mal Hinweise, so Codes und so. Da muss man dann doch schon mal ran. Das ist unvermeidlich. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Game. Genau, achso, genau. Mal eben die Tasten ausprobiert. Da gibt es eine Map. Auf der Map sieht man zum Beispiel die Speicherpunkte unten in der Mitte, diese grüne Diskette. Das ist ein Speicherpunkt und dann kann man sich orientieren, wo man hin muss. Also am Anfang ist das ein bisschen wirr, da rumzulaufen, aber das, seht mir das nach. Ihr würdet es wahrscheinlich ähnlich machen und man will ja auch ein bisschen das sehen und erleben. So, ne? Ich bin dann immer noch etwas, sagen wir mal, unruhiger, wenn ich es aufnehme und nicht nur für mich spiele, weil ich euch natürlich auch nicht tot langweilen will, aber es gehört jetzt einfach in der ersten Folge auch ein bisschen dazu und ich habe mir vorgenommen, für diese Ausgabe des Let's Plays, also für diese Folgen, die ich jetzt mache, werde ich auch schneiden, wenn es dann mal nötig ist. Also das habe ich ja bei Watch Dogs und bei Wolfenstein auch gelegentlich gemacht, aber wenn es hier wirklich zu langweilig wird oder ich 17 Mal ansetzen muss, dann werde ich auch mal schneiden. Das ist dann einfach so. Da müsst ihr mit leben. Hauptsache ihr seht die Handlung an sich. Und wenn ich grandios faile, ja gut, dann sollt ihr das natürlich auch sehen, klar. Ne? Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und ihr könnt es ja notfalls auch selber spielen, um selber zu failen. Im Moment feiere ich gerade tatsächlich so ein bisschen diese Atmosphäre, weil ich das einfach großartig finde. Man sieht immer noch, es ist ein Spiel, also es ist Computergrafik, computergenerierte Grafik. Oh, da ist er. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Ja, dann schauen wir doch mal. Die haben wir ja schon gesehen. Da müssen wir dann nur wieder hinlaufen. Ob man ein Raumschiff... Also das habe ich ja vorhin zu Anfang schon gesagt. Die Technik sieht so ein bisschen... Also das sieht schon alles sehr schmutzig aus. Man sieht Kabel und Rohre hier jetzt nicht so. Das sind offensichtlich so die Lebensbereiche. Da ist das alles ein bisschen verdeckt. Aber das könnte so aussehen in so einem Raumschiff. Ne? Also es ist jetzt nicht overstyled. Also ja, zu viel. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist. Cornflakes. Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Okay, auch das Subziel haben wir abgeschlossen. Da steht noch so ein Terminal. Alle Angestellten
Jetzt sind wir dran. Ja, ich gucke mir vorher nochmal das Terminal an, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das sind dann auch so Nebenhandlungen, die muss man dann auch nicht alle mitmachen. Klar, es gibt ja auch keine Prozentangabe. Auf der Karte sehe ich immer ganz gut, wo ich hin muss oder was ich zu erfüllen habe gerade. Also jetzt soll ich auf die Brücke. Da ist sie ja auch schon. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Ach, diese Geräusche, dieses Klappern. Ist schon klasse. So klang es ja im ersten Alien-Film. So, wieder 10 Punkte abgegriffen. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Na, das klingt ja nach Ärger. Sieht doch aus wie die Nostromo auch, diese Sevastopol-Station. Komisch, die heißt so wie der russische Flughafen in Moskau. Der ist auch, glaube ich, Sevastopol, oder? Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Nee, der heißt nicht Sevastopol. Stimmt nicht. Quatsch. Ich erzähle Unsinn. Aber es sah schon geil aus, ne? Sieht alienmäßig aus. Keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Und hört euch bitte den Soundtrack über Kopfhörer an. Sensationell. Also wirklich sensationell. Gute Aufnahmen. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Okay, also es geht schon heftig los, muss man sagen. Und das bin ich, oder das sind wir. Ihr guckt ja zu. Und nach wie vor die Empfehlung, nehmt Kopfhörer dazu, auch wenn ihr jetzt hier dieses Let's Play hört. Und dann erlebt ihr das Spiel noch intensiver. Und vielleicht sollte man es nicht spielen, wenn es ganz dunkel draußen ist. Aber wer weiß. Okay, das war die erste Folge von Alien Isolation. Die zweite Folge gibt es gleich. Und
da geht's dann auch wirklich mal ins Game. Dies war ja sozusagen nur der Auftakt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.